Weil ich hätte gern, dass wenn es einschaltet und dass es heller wird, dass es dann wieder dunkler wird. Da muss ich das so machen. Ja. Ich nehme da wieder diese Zählschleife. Von 0 bis 1023. Aber ich muss ja das jetzt drunter zählen. Ja. Das heißt, ich starte bei 1023 und das wird jedes Mal kleiner. Also. Das passt. Das ist die Variable, oder wie soll ich sagen, der Zähler. Der macht also diese 1024 Schritte von 0 bis 1023. Das werden wir auch brauchen. Die Pause, das muss sehen. Ich würde das jetzt aber noch schneller machen. 5 und 5 Millisekunden. Aber jetzt brauche ich da eine neue Variable. Die mache ich einfach runter. Das heißt, der startet da. Mit 1023 und dann am Ende zählen wir einfach eins weg. Also von 0 bis 1023 schreibt er auf den Pin 0 analog 0 bis 1023, das heißt, sie wird da heller. Dann setzt sie den Index wieder auf 0. Und der startet wieder von 0 bis 1023. Ich starte aber mit der Variablen runter mit 1023 und zähle die wieder runter. Okay, also ich glaube, da brauche ich noch ganz um, dass man das dann wirklich von vorn wieder macht. Weil dann kann er da oben wieder mit 0 starten. Klingt jetzt einmal vernünftig für mich. Das nenne ich jetzt 4 dim. Das speichere ich mir mal auf der Platte. Dann Downloads speichern. Der Microbit gehört wieder angemeldet. Und dann lade ich mir das auf den Microbit hinauf. Da, sondern da. Ja, und sie macht schon genau das, was sie haben will. Sie wird heller, sie wird spannend und sie wird wieder dunkler. Sie wird wieder heller. Und wenn ich so direkt einmal in diese rote da große hineinschaue, da stellt man gleich mal fest, also wenn sie hell ist, dann ist der Unterschied zu, wenn sie halb hell ist, nicht sehr groß. Das heißt, ich kann also da doch recht einfach Strom sparen, indem ich in Zukunft meine Leuchtdioden nicht bei voller Leistung fahre, sondern da reicht durchaus, wenn man einfach die Hälfte nimmt.